Das aber Zeit hat. So, unser erster Steam-Stream hier, nicht Steam. Steam hat man zwar offen, aber... Jetzt geht's los. Es dauert noch ein bisschen, bis man wieder online kommt irgendwie. So, wo starte ich denn hier, Franklin? Oh, man, this shit bomb. Muss ich mal gucken, dass ich wieder in Online-Modus komme. Ja. Obwohl ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich das eigentlich so eingestellt habe, dass ich in den Online-Modus komme. Tja. Fahr halt lieber nochmal nach. So, auf jeden Fall wird in unserem Stream hier heute GTA 5 gespielt. Willst du auch noch irgendwas sagen? Nö. Ja. Schweigst wieder. Schön, nichts, weil die Hintergrundmusik so laut ist. Du musst es halt mal runterstellen. Schon alles auf. Mal. Na, dann schaltet sie komplett aus. Ja, das ist hier der Ladebildschirm von GTA Online. Ja. Was? In 5 Jahre deines Lebens. Da wollte ich mich verarschen, ich komme bei GTA Online nicht rein. Ah. Jawohl. Wahrscheinlich diesmal zu überfüllt, wieso nicht? Ich probier's jetzt nochmal. Bist du schon drin? Nö. Bei mir lädt's noch. Beziehungsweise wird eine Verbindung. Es geht, geht ja schon mal super los, oder? Bei unserem ersten Stream hier. Bin drinne. Stinkefinger. Ja, gleich Nimi. Aber was ab, wenn ich dich wieder eh wieder abballere, du, von deinem Haus. Boah, dass das immer so ewig dauert. Na jetzt, jetzt hat's funktioniert. Verstehe ich mich mal kurz hin, hier geht gerade schön wunderschön zu bauen. Ah, ich habe glaube ich eins oder zwei, glaube ich, neue Missionen. Apartment. Ich gucke halt doch meine Lieblingsserie. Ja. Pornos. Super Polytrade Party People oder irgendwas. Musst mal bei mir kommen in de, ins Apartment. Stimmt, ich brauche auch nicht. Ah, ich hab kurz mal ich bei dem Fernsehen. Ja, das Problem ist bloß, ja, an der geh ganzen... mal zu deinem Apartment. An der ganzen Sache ist ja bei dir, du wohnst ja übelst weit weg, ne? Auto, ich bin ja ruckzuck mit der Stadt drin. So, das ist hier mein geiles Fahrzeug. Was geht hier schon wieder los? Und das ist mein geiles Fahrrad. Ja, wenn ich dich jetzt noch sehen würde. Hab schon gedacht, wie wollte es also. Bist du das dann mit dem Kopfgeld? Nein. Ich fahr jetzt. Ja, warte, ich tue jetzt eh eine Mission starten. So, fahren wir mal in der Stadt nicht shoppen. Was schnappt ihr die Fahrzeuge? Einladung zum Team Deathmatch. Hä, wo sind die anderen? Ich hatte gestern noch für Jobs noch.
hat sich das erlebt, ich will den Job zu. Das ist deswegen mich auf dem Land gezogen, ne? Nur so unähnliche Leute, ohne Scheiß. War noch ab. Zack, Alter. Gerade auf die Fressbuchse. Ja, ist eine schöne Aussicht. Gib da anrufen. Schönen Wald. Hier kommt einfach kein Schwein zu. Deswegen bin ich hier getroffen. Morse Mutual. How can I be of service? Okay. Ich hab doch gerade eben gesagt, ich fahr zu dir. Na, ich bin da fünfmal weggebombt, oder was? Ja. Na? Hä? Was ist denn hier los? Voll verpackt. Monster. Hä? Was ist das? Hä? Ich kann keine Leute runtertreten. Hä? Bei mir hängt das Spiel. Ich hab mich halt schon. Ich bin einfach zu akkurat. Ah, jetzt geht's. Christ! Oh, Mobilitätshemmer. Ah, guck mal, ich habe hier eine neue Mission. Boah, ist der Roller schnell. Ah, ist er. Ist das was mit der Helmhof? So. Mach mal morgen eine Sitzung hier. Wir wollen eine Flasche Bier. Müssen wir ein bisschen schneller fahren. Ich hab dir eine Einladung geschickt. So, ich muss jetzt hier. Oh, ich muss kurz an den Seiten streifen. Stopp. So, es kann gleich weitergehen. Ja, wenn ich wieder runtergeballert wird. Überhole ich euch wieder alle. Also schnelle Autos, ne? Einfach nur alle fahren. Ah, da bist du. Boah, guck mal den Roller. Guck mal hier. Hallo? Guck mal. Das passt doch zu dir. So ein Roller würde ich mal hoch. Auf. Spring hinten auf. Boah. Spring hinten auf. Weil da noch so mit Zebrastreifen. Da habe ich den. Yeah. Was ich geklaut hab. Halt dich fest. Ich hoffe, sie fahren vorsichtig. Ich habe nämlich keinen Helm. Alter, wenn der runter klatscht, bist du bestimmt gleich tot. Mal anders. Du musst die Ego-Perspektive machen. Soll ich hier durchfahren? Da kannst du mal eine Markierung machen. Ja. Da hab ich gerade nur, ja. Stone. Thank you. Warte mal, vor ewig ist ja die Markierung. Das ist halt nicht das Neueste. Also, wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, Waffen einzukaufen. Yeah. Auf der rechten Seite. Hilfe! Nee, nee, brauche ich nicht. Ich habe ja schon für alle Muni gekauft. Oh, Nation. Ah, da steht mein Auto. Bring den Schaft. Hier, Höchstleistung. Ah. Mimi. Boah. Ich miep, miep, miep. Ah. Halt bitte ihre Hände an den Lenker, okay? Nee, nee. Das macht uns keinen Spaß. Boah. Das Ding ist voll die Höchstleistung. Wer ist da? Ja, ich muss so ein bisschen hier Respekt verschaffen, okay?
Wow. Ich bin gespannt, wann der Fahrerskill mal hochgeht. So schon trennen wir die ganze Zeit Spiele. Und was von. Was sind Sie Beruf? Pizzafahrer oder so? Wie heißt das nochmal? Der Ende Film? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Wieder so drauf. Da den Film mit dem Auto da. Wie hieß denn der nochmal? Driver? Nee. Oder? Das, was du mal guckst hier mit Jason Statham. Ah, Transporter. Ah, genau. Da mache ich mit. Ah. Es ist die gleiche Mission, wo wir verreckt sind. Kamerad? Nö, das müsste gut nach Hause. Nee, das ist die. Guck mal, ich bin da schon voll gangstermäßig. Ah, jetzt habe ich angeblich einen Helm oder was? Ja, weil ich angehalten bin. Tschüss! Mir doch egal, was du machst. Ja. Da ist jetzt das Auto. Jo, steigt ein. Ihr könnt doch gar nicht tun. Tschüss! No fucking way! Boah, Fahrrad. Hey, komm hier rüber! Mach ich doch schon! Mach den Kofferraum auf! Gib Gas! Okay! Boah! Hilfe! Ist die Reifentasche? Die schießt durch die Heck, also durch die Rückscheibe und die geht nicht kaputt. Was ist das für unlogische Scheiße? Was ist das hier oben? Oh mein Gott, guck ich nach hinten! Mach ja denn. Jetzt voll rund bestimmt. Könntest du dich nicht auf unser Ziel? Irgendwie habe ich Tomatenketchup auf meiner Jacke. Und ich hinten an den Rückleuchten. Ich habe sogar ein Kaffee-Getränk gehalten. Das habe ich ja vorhin gemeint. Halt dich fest. V8-Sound. So. Boah, wow. Jetzt geht die Scheibe kaputt. Ja, wenn das Auto doch nimmt. Great! Well done! You are very resourceful. I like that. Wirklich? Ja, auch. Tschüss! Wir standen hier. War jetzt zwar nicht so ultimativ die Mission, aber immerhin gibt's Bargeld. Oh, fast Level up. Hier gefällt mir. Gefällt mir. Was auch Death noch? Metal. Reich in Richman? Death Metal. Folks, Konkurrenz. No hate. Ja, wir können ja mal aktualisieren machen. Vielleicht haben sie noch irgendwas anderes. Deathmatch. Verkehr ist, wenn's kracht. Erreiche den Höhepunkt. Aber alles. Buckelpiste. Was ist das? Egale Differ. Aber wir können ja mal Buckelpiste spielen, oder? Ich wollte gerade sagen, wir haben schon lange kein Auto drin. Weil ich wahrscheinlich lieber abbüßen werde, aber. Ich bin jetzt. Geländewagen. Wie wär's damit? Aha. Ja. Ich glaube, das ist für das so was Richtiges. Mhm. Windschatten, bla bla bla, feste Kamera, bla bla bla. So. So, dich habe ich ja schon eingeladen, da müssen halt noch ein paar Nein kommen jetzt. Ich glaube, die tun sich lieber alle gegenseitig rum abballern, als zu spielen. Boah, es liegt einfach am Zirk. Boah, ich muss die Zeit verlängern. Von den Hügeln runter ins Land. Es kommt keiner rein. Es kommt keiner rein. So. Mensch, ich
Ach ja. Moment. Dafür passt die. Ja, toll. Ja toll, soll ich jetzt mit mir selber fahren, mit dir fahren oder was? Duckloader, was ist das? Dune Loader. Was für fette Kisten? The Guardian. Oha. So. Ah, hier nochmal das. Ich verstehe zwar jetzt nicht. Ich habe jetzt mal nicht so ein großes Auto genommen. Wann da jetzt keiner hingekommen ist? Ich habe keine Ahnung. Yeah. Denkst du selten verhaftet, oder? Ah ja, hallo, Wiggle Wiggle, Mann. Ich hab Getränke, Alter. Tschüss. Ja, was ab? Fahren wir halt mal Singleplayer. Ich zeig euch jetzt mal hier die Landschaft. Ich zeig dir gleich mal meine Rückspiegel. Ah, lass mal. Ich glaube, ich würde lieber von dem. Tschüss, kleiner Mann! Nee. Boah! Jawoll. Oh, es geht ja da weiter. Ah ja, hallo Offroad, Mann. Das nächste Mal, wo ich das Auto genommen habe. Schnupper mal ein Gas, Mann. Ja, ich schaff das. Hallo Alfa. Kann ich ja eigentlich gar nicht. Wo bist du? Siehst du mich noch? Ja, dir? Ja. Na, Scheiße, warte. Geht's denn hin? Wow! Oh. Man sieht. Ich komme, warte. Hallo? Nein! Ich wünsche dir gute Zeit. Du machst hier gar nichts. Ich bin noch nicht aus dem Spiel. Ich dachte, wie es ausgegangen ist, das Rennen. Ja, da guck mal hinter dir. Du hast eh noch einen Unfall. Ja. Und tschüss. Riss meine Shorts, Mann. Inhalier meinen Staub. Ja, ich hab die Fenster geschlossen. Ja, ist ein geflügelter Panzer, wäre nicht schlecht, ne? Ja. Ja, die müsste ich dir dann vorher auf den Arsch gehen. Du weißt ja, wo du mich triffst, oder? Am Ziel. Ich kann mal alles auf meinen Channel da angucken. Okay, Baba. Oder eher im Livestream sozusagen. Boah. Juhu! Oi. Was ist du hin? So, können wir ja mal hier gemütlich die Landschaft mal zeigen hier. Nee. Sieht schön aus, ne? Nein. Ui. Trink das. Noch ganz schön ein Stück hier. Ich merke, das ist nicht drin. Wow! Ich bin die Strecke aber eigentlich nur. So, da vorne ist das Ziel. Ich sehe es. Egal, ich habe nicht verloren. Tschüss! Jetzt kann ich jetzt mal sagen, ich bin Zweiter! Ja, war ja gar nicht mal so schlecht, war es ja gar nicht so weit weg. Ja, 15 Japan-Punkte hier. 3300. Ah. Ab. Hier, guck. Das kannst du dir mal abschnüffeln.
Wasch dir! So. Hier, zack. Ja, aktualisieren hier, wollen wir was anderes machen hier. Ja, Flugzeuge würde ich jetzt nicht gerade machen. Doch, sah es gerade so danach aus, ich habe es voll gefühlt, da bin ich voll ins Schwitzen gekommen. Hier, wie spinnt das da? Top fahren. Bin ja mal gespannt. Ist das nicht das, was letztes Mal abgekackt war bei mir? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das war das. Machen wir mal zwei Runden. Los Santos. So, dann bin ich mal gespannt, ob diesmal ein paar Nei kommen. Auf zum Beispiel. Sei auf den Zug. Ich hab keine Ahnung. Ah, diesmal scheint es rausgegangen zu sein. Es dauert noch. Top fahren hier. Keiner kommt hin. Ich glaube, das wird ja heute. Ich verziehe mal die Zeit verlängern. Das mit X das war. Philippe. Oh, ich hoffe, ich bin nicht. Was Tupi mag. Terminator Jack. Ich kann nichts dafür. Toll, was soll ich machen, die Cheater? Es geht nicht. Wenn die nicht mitspielen wollen. Ah, ich mach mal Läufer, okay? Ich seh's. Ich hab zwar keine Chance, wenn ich da oben im Zeug bin, aber gib mein Bestes. Meinst du, dass ich sehr schnell gewinnen werde? Wenn es so sein sollte, dann ja. Top Fun. Ihr seid wenn wir das Ding starten, schweige denn. Ja, das sag ich nur eins, Arschhaare rauchen. Also wie man ja sieht, muss ich jetzt hier von hier auf die andere Seite vom Kontrollpunkt gelangen. Und das so schnell wie möglich, ohne dass mich Nishida halt abknallt. Achso, sie stürzt natürlich gleich ab. Ja. Ich weiß schon mal, wie man feuert. Ja, wisst ihr auch, wie man eine Shorts küsst? Oder meine Arschhaare raucht? Ey, bei was ist das wie geht hier ab und ist erklärt worden? Du musst das können, Mann. Ich hab keine Ahnung, wie man startet. Yo! Ich mach mich selber fertig. Yo! Also als mit Fliegen, das machst du verkehrt. Arschhaare rauchen. Daher mach ich... Wie bist du abgestürzt, Herr? Bin nicht mal abgestürzt, bin einfach gegen die Wand gefahren. Weil ich wusste, wie man startet. Fertig. Ich zeig dir mal, wie das geht, okay? War die Moral der Geschichte. Ist das eine Hydra oder ist das ein normales Flugzeug? Nö, das war glaube ich eine Hydra. Hättest du ja auch das normale Jeep nehmen können. Was ist das nehmen? So, dann bringen wir mal die Shida um. Obwohl da ja ein Jeep steht, wie schon gesagt. Ja, bis ich da bin. So. Was dem ist mit dem Flugzeug?
Also du mich ja eh nicht. Kann man ja die Waffe wechseln. Wie kann man denn schießen? Ich hab das mit Leertaste. Oha! Wow! Alter, wie schwer ist denn das? Ja, steht 1-1. Wer wird gewinnen? Keiner. Ja, ich bin auch schon mal weitergekommen wie du. Ich war ja schon über dir. Plus, Alter, wie schnell das fliegt. Und dann noch der komische Strömungsabriss, du. War locker mal Epic Fail des Jahrtausends. Ich bin halt ein Terrorist, Mann. So, jetzt kannst du auch mal wieder meine Arschhaare rauchen, oder? Ich muss fliegen, weil du kommst ja gar nicht raus. Ach, der Hellmove. So, und jetzt kannst du meine Arschhaare rauchen. Okay. Juhu! Wieso bekomme ich dich eigentlich nicht angezeigt? Weil mit Viereck tut man da Waffen. Jetzt hier Sinkflug. Sinkflug! So, gewonnen hab ich. Nein, Bremse! Kein Problem, Mann, ich hab gewonnen. Du, du sagst nur Elfkugel. Was? Da stehen so viele Kampfjets rum. Oh mein Gott! Ja! Geil, nur geil, sag ich doch. Aber ich hab's immer schon mal für 5 Sekunden in die Luft geschafft. Mhm. Verbessere mich. Yeah. Das sag ich nur zu dir. Ja, was steht hier? Es gefällt mir. Fertig. Yeah. So. Das geht ja mal gar nicht, was du da machst. Ich bin ja wirklich nur immer Trophäen. Das gebe ich nicht mein Geld aus. Ja, willst du nochmal oder? Ah, ne, ist ja jetzt was anderes, ne? Okay, ich wollte gerade sagen. Das. Ach, was ist das? Ah, ich tu mal aktualisieren. Überfall, ist das ihr Gepäck? Oh, das hab ich abgestimmt. Okay. Was mach ich das da? Was wird jetzt ausgesucht? Bin ich auch gespannt. Hallo? Ah, war ja klar. Ja, geil, vorbei. Hab ich auch da wascht. Kriegst gleich ihn auf den Wanz, wenn ich da rüberkomme. Ja, jetzt muss ich wieder eine Panzerung kaufen, weil ich abgestürzt bin. Ah ja, hallo? Das war ja alles Red Hammer seine Schuld. Ja, ich bin mal gespannt, ob diesmal einer hinkommt. Anscheinend. Klar, ich bin. Heute ist ja gar nichts. Ja, das wird eh wieder schwer. Offen ab Rang 25. Bla bla bla. Let go, let go, let go. So, jetzt geht's los. Nein! Aber du bist bereit. Also ist das, ist so unlogisch, dass. Naja, das schaffen wir eigentlich, oder? Ja, mal sehen, wenn die alle für Level 25 sind.
Ah, ich hoffe mal, dass du diesmal nicht wieder da rumrennst. Da habe ich jetzt minus. Jetzt geht's los, Mann. Ich weiß auch nicht, wo angeblich die Demonstranten sein sollen. Boah, von hinten. Die anderen Seiten. Das heißt, die kommen raus. Polizisten. Ah ja, hallo. Ja, die können Karate. Okay, du nimmst meine Rückendeckung. Ich nehme die von vorne. Karate. Na, also. Ah, jetzt kommst du von vorne. Da stell du dich auf die andere Seite. Ich nehme die hier. Wo kommen sie jetzt durch da? Warte, ich komme auf die andere Seite. Ah, wieso kann der sich hier nicht verstecken? Alter! Du musst ja, dich lügen, du musst ja auf jeden Fall mal eine andere Waffe besorgen. Das ist mal so eine Nahkampfwaffe. Ich komme mit dir gut zurecht. Du hast gar nichts getroffen. Bis auf den Enten da. Habe ich eigentlich noch Granaten oder so? Nein. Was hast du da jetzt alles drauf? Noch gar nichts oder was? Ich habe glaube ich nur ein paar größere Magazine. Achtung von hinten bei mir. Also von der anderen Seite. Links. Für mehr hat das Geld eigentlich gekauft. Was? Ah, was? Keine Ahnung, ich hab mich da nicht. Mal später. Ich scheine da voll rum. Was sind denn die? Achtung, andere Seite. Gar nichts. Ah, von hinten kommt noch einer bei mir, oder? Ja, da kommt noch einer. Wo ist denn der? Okay. Ich mit mir, Freund. Ob das schaffen wir? Da. Wir würden es überrunden. Da vorne ist noch eine Kalaschnikow, die müsstest du dir vielleicht mal nehmen. Alter, ich sehe den gar nicht. Wo ist denn der? Der irgendwo in einem Busch. Kommt da. Hier ist Panzerung, gell, wenn du brauchst. Oh, was haben wir denn hier? Guck mal, voll die fette Maschinengewehr hier. Pass diesmal auf, diesmal wird's noch härter, ne? Ja, ist mir schon klar. Okay, die kommen erstmal von der anderen Seite. Passt du bitte auf der linken Seite auf? Am Gesundheitskreuz ist noch jemand. Die verstecken sich immer so hässlich. Kommt wieder von an. Boah, es kommen Fahrzeuge, jetzt müssen wir aufpassen. Don't. Ich hab's gesehen, ich muss mich schnell verstecken. Yeah, Wiggle Wiggle, Mann.
Vor allem, wie ich aussehe. Hätte mir vorhin auf die Nase gegeben. Tu dir auf jeden Fall Panzerung und alles schnell holen. Boah, Raketenwerfer, den hole ich mir schnell. Achtung. Hat jemand ein Taschentuch? Ich glaube, jetzt müsste der Helikopter, glaube ich, kommen. Mach den erst da hinne fertig. Der von hinne kommt. Okay. Ja, das könnte da uns umlaufen. Achtung, von der Seite kommt noch jemand. Let's go! Achtung, Helikopter. Ich probiere mich um den zu kümmern. Ah, ich habe Anime so viel. Ah, ich auch. Egal, Mann, Welle 4, Mann. Und das war zu zweit. Ja, letztes Mal haben wir es nur bis 2 geschafft. So? Wohin, ne? Dieses Mal ziehe ich mir noch vielleicht auch Helm auf, weil die. Aber Überlebenskampf ist gar nicht mal so schlecht, ne? Man muss ja auch erstmal so die Verstecke finden. So immer so eine Sache, die man herausfinden muss erst. Eine leichte Panzerung. Oh, diesmal ist ja jemand mit drin. Jetzt wenigstens erst ab Rang 5. Vielleicht ist das ja gar nicht mal so schlecht. Scheiße, immer wieder die Ernstesten. Oh, Mr. Pickles. Ach. 36, wir schaffen es! Schießen und Ausdauer, das ist sehr viel. Na, es regnet. Überlebe im Sand. Ja, was sind das für einer? Guck mal, aus der anderen, voll die SWAT-Einheit. So, das hab ich echt meine. Gut, ist ja offen. So ist. Ist die Frage, wo man sich hier versteckt. Vielleicht da an den Anker. Hab keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal gucken, von wo die Gegner überhaupt kommen. Ja, das ist eigentlich immer sowas, was erste, was ich eigentlich oben. Den alles würde nicht was. Die Headshots verteilen. Hey, wo kommt der jetzt? Oh, guck mal. Ja, die kommen ja allgemein gespawnt. Müsste man noch so Hunde drin machen, ne? Dass die so angerannt kommen. Auch bei dir kommen voll viele. Tschüss. Was schießt denn da? Ja, ich habe mich verrückt. Ah, stimmt, das geht ja weiter. So, das weiß man ja schon ungefähr, wo es kommt, da kann man sich auch. Das Problem ist halt, wenn die aber von hinten und vorne kommen, ne?
Ich echt mich an. Oh, hinter uns. Für die Massengang. Ja, die waren da voll zusammengeschossen. Ich meine, das war voll der Mob, der da erschienen ist. Ja, ich hab's gesehen. Leben! Nur schön Munition aufsammeln, das wird jetzt nämlich noch schwerer. War nämlich gleich mal hier das fette Gefechtsgewehr hier. Ich glaube, ich versteck mich wieder hinter der Holzkiste. Ja, da war's eigentlich gar nicht so schlecht. Ah, hinter uns. Aber die eigentlich schon gleich mal. Achtung von der anderen Seite. Ah, scheiße! Jetzt wollte ich mich gerade in Deckung begeben, aber da sind die von der Seite gekommen, wo du warst. Hm. Das war's ja. Ja, der schafft es. Sind ja eigentlich nicht mehr so viel. Oh. Was haben wir denn hier für einen? Eine Waffe, sag ich immer noch scheiße. Ey, und schlecht. Was denn? Doch, die Kiste. So, die suchen den jetzt. Aha. Packen da voll rum. Ich bin gespannt. Ach, der hat sich da reingestellt. Na, also. Ja, ich muss mich mal anders einstellen. Hallo, der Ende mit seiner Kampfklamotte, so, da bringt ja gar nichts. Alter, ich brauch noch Rüstung. Haben die sich damals hier mal versteckt, hinter der. So. Was für Hammer. Mach ich jetzt. Dann hab ich die wenigstens da hinten. Alle hinter mir. Oh oh. Ah, Schrauber. Bleib hier drin. Achtung, die kommt von der Seite. Ja, ich seh dich. Alter, was die für Ausdauer hat. Müsste ich mal mehr besser von der Seite decken. Bin mal halber dann verrecken. Du stehst halt einfach so. Nee, weil du schießt die nicht richtig ab. Die kommen da von der Seite und dann schießen die mich an.
Das bin nicht ich, das sind Jana. Naja, schon klar, aber du deckst mich nicht gescheit. Aua. Naja, wenn die da ganz gemütlich durchlaufen bei dir im Gang. Was? Denk da an den Schuss, Alter, das ist auch stark jetzt. Jetzt kommen sie wieder von hinten. Weiß eh nichts. Auch hier Unterstützung. Wow! Ja. Schon noch voll stark die Gegner, ne? Ach, du schaffst es. Ich glaube an dich. Ja, hallo, was willst du da machen? Nicht schlecht gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, wenn wir stärker sind. Schrott und... Ich wundere, dass es da so wenig Erfahrungspunkte gibt, Herr. Ich bin für aktualisiert. Nee. Doch. Ah, ich glaube, da geht's hauptsächlich um Geld. Mhm. Doch, doch. Um sein schnell Geld machen hier schnell. Halt einfach. Oh. Mhm. Sehe ich auch so. Erstes ja eigentlich nicht. Und vor allem den Red Hammer abzuholen. Ja, ich bin jetzt wieder normal Modus. Ah. Kann ich dich nicht abholen fahren? Center. Ich stehe hier. Ah ja, er muss auf Rad gebeten. Lalala. Oh! Oh, der hat die Bombe geschossen. Es gibt nur Idioten. Gemein oder was? Spinnen. Oh, ich hab dich gerecht. Ja, vor allem, ich wollte ganz gemütlich bei dir einsteigen. Schönes Auto. Habe ich dafür die... So, wo war nochmal deine Bude? Da wo das Weiße Haus ist. Look, we need to talk. I've got a proposition that might be mutually advantageous. Come to my warehouse on the freeway. We'll discuss it. Alles dort zum Lagerhaus von L. Soll ich es markieren? Ja, aber ich sehe das. Pass auf, da will ich abknallen. Der andere. Was? Ja. So, wo ist der? Was macht der? So. Bitteschön. Guck mal, wie es bei dir drin aussieht. Alles sehr schlicht eingerichtet. Gibt's keinen Kaffeehalter. Vor allem, du hast voll das geile Radio. Ah.
sieht man sogar, was gerade läuft. Da was mit Non-Stop Pop. Genau. Amere. Ja, wir haben so irgendwas. Bei dem Pisswetter habe ich es nicht draußen gerufen. Aber eigentlich kann ich nicht mal anschnallen. Ich sitze hier einfach mit dem Gott drin. Das musst du ja auch nicht, wenn du USA bist. Was ist das für ein Modell? Ist das ein V8-Modell? Oder? Das ist ein Z2. Was? Ah, ich kann dir mal hier die erstmal Visitenkarte von meinem Agenten geben. Ja, ich sehe auf jeden Fall, dass du da so einen Start- und Stopp-Knopf hast. Aha. Und noch nicht mal deine Füße bewegst. Das ist ja nichts, der muss machen. Mach das mit meinen Gedanken. Scheiß Wetter. Ich meine, so ein Wetter auch. Über diese Feierabendfrau. Ja. Boah. Funktioniert die Scheibenwischer nicht mehr? Nee. Keine Ahnung. Hier soll ich mal mit der Knüppelmuster. Wow! Ja, ich muss wechseln auf Sommerreifen. Klar, ne? Ja. Was ist das für ein Blutfleck da hinten? Ja, da wurde irgendwie ein Abgeknall. Da vor beiden hoch. Wo ich später noch in die Waschanlage. Deswegen. Ich weiß nicht, ob wir verschämte Leute nicht einfach abknallen lassen. Oh, was ist das, die Speckhöhle? So. Bitteschön. Dankeschön. Tschüss. Ja. Oh, yes, come in, come in. It's good to see you again. Been a while. Psch. Yeah. I've never been good at small talk. I don't have many friends. I do sometimes meet people online, and then I arrange to meet them out in the real world, and then I go there, but I hide, and I watch them, and I think, wow, now you are experiencing 1% of what I felt my entire childhood when I spoke to a girl. Wow. I've never told anyone that before. Feels good to talk. So, I know you've been complaining, but you weren't ready. Now, maybe, just maybe, you are ready to do real work. I mean, are you interested? Because if you are, I have a few things coming down the wire soonish. If you want, I'll contact you. But don't let me down on this. I'm putting my neck on the line, and I like my neck. It's my best feature. Aside from my sparkling conversation. Ja, ja. So, ist der Motor noch warm? Nee, ich wurde erschossen. This is a courtesy call from Meriwether Security Consulting. We're expanding our domestic operation and want you to be aware of our exciting new munitions delivery service. Anytime, anywhere. Your Second Amendment rights are just a phone call away. Simply dial this number, pay a fee, and one of our agents will deliver ammunition straight to you. More services will be available shortly, so watch this space. Okay. Hier drüben! Hallo? Bist du bei? Ich komme jetzt rüber geschwommen, okay? Baywatch!
ist da kein Wasser. Mierda! Bist du? Ich bin auf deiner Seite. Was machst du da? Ja, wie da? Ich wurde erschossen. Oh! Alter, voll vom Zug überfahren. Alter, was ist denn hier los? Da ist hier Wasser hier. Hä? Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Oh, der Bug. Oh! Alter, was geht hier ab? Oh! Warte, ich hol dich ab. Sterben. Wo bist denn du? Ah, da. Alter. Was ist hier los? Alright, we might be ready to move on this thing. If you want the work, you'll get a knock on your door any minute. Wo ist eigentlich meine Hallo? Kommst du drauf? Ja. Wir müssen zu meinem Apartment. Apartment, sagt er. Ah, ich komme gerade mit Beat Boys. Bitte keine Schleichwerbung. Ja, das hat man ja eh schon im Spiel. Ja, bei mir nicht. Ich habe ja mein Radio ausgeschaltet. Jetzt kriegt man ja wieder Probleme mit YouTube. Wow! Ich dachte, mit der Truppe brettern. Hab ich eigentlich auch gedacht. Kann man da durchfahren? Ja, fuck it! Teilweise. Oh mein Gott! Ah, also. Hang on, Stifler. Wir sagen Stifler smart. So, wir kommen in mein Apartment. Bitte mitkommen. Gut, dann zeigen Sie mir mal, wo ich lang. Da. So, jetzt klinge ich mal bei mir selber. Ja. Ist das neuerdings hier? Eintreten mit nahen Freunden und Crew. Oh, da kommst du mal rein hier. Oh, ich muss doch nicht mal klingeln, ne? Ich bin einfach 18. So. Ja. Tag. Guten Abend. So, dann werden wir mal unseren Raubzug jetzt hier planen. Sieht also aus, wenn wir hier in der Stadt leben. Ah ja, hallo. Bis das Viertel. Ich guck euch fern zu. Ich starte jetzt den Banküberfall, ne, wenn du nicht kommst. Nichts mir sagt, wo man sich da sammeln muss. Ich geh mich ja nicht aus in deiner Bull. Naja, siehst ja bloß, wo ich stehe, ne? So, 60 Schuss kaufen. Dann machen wir auf jeden Fall noch leichte Panzerung. Was für 1000 Euro Munition kaufen? Was für 1000 Munition? Bei besteht das gar nicht. Das, wenn du für alle kaufen willst. Munition für alle kaufen? 1000 Dollar, ne? Ja, für alle. Das ist ja nicht viel. 1000 Dollar. Schon die ganze Zeit im Hand. Aha. Dankeschön. Bist du bereit? Kommt dir da mal jetzt. Was ist das? Na, ich komme jetzt nochmal rein. So, wer ist denn da an meiner Tür? Aufgeregt. Hallo? Aha, yes, yes, this will do very nicely. Very nice place you've got. Very chic.
Nothing like a bourgeois bank robber to remind me of how strange Los Santos has become. In my day, the psychos at least had the dignity to be psychotic. Nowadays, it's all about home furnishings and going straight. All right, you ready? Because this is it. Well, it's not it, but it's something. It's something very big. And it's not quite ready yet, but I wanted to see how you're doing. What I've got is a Flisa Bank franchise. And it's nothing too complicated. There's no buy-in. Now, normally, there would be a buy-in. You would put in money up front, we would arrange the job, and you would pull it off. But this time, I'll cover the upfront costs. Call it the price of getting a look at you. And there's no risk to you. Unless, of course, you count getting locked up or shot. So, you ready? What do you think? You got questions, comments, concerns? No. All right. What are you waiting for? Let's go see this place. Yep. Ein schönes Apartment hier. Wen sei es, ist das? Ja. Bishop right, Bishop right, Bishop right. What? 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 Please hold. So, Wiggle Wiggle, Mann. Ach, wir müssen uns noch Masken kaufen. Kann mir nichts kaufen. Aber ich schieb's eh auf dich, so. Der fährt. Warst du erst später? Stimmt. Ich. Man sieht's. Take us to the Flisa on Western Highway. Near Chumash. Ich nipp mal von den Kaffee so lang. Word of warning, we're on the job right now. So don't let the cops notice you. If they come after us, we call it off. So, my taciturn friends, I suppose you want to know how we're doing this. Well, funny you should ask. We're driving out to the bank, taking a look at it, picking up some equipment, and then heading back to make our plans. Not very complex at all. We're not going in, we're not poking it with a stick. We're just sitting back and taking a look. You see, I like my scores like I like my dates. Across the street and unaware they're being watched. All right, so why this bank over all the other banks in the state? Why does fortune favor this one? Another good question. You're full of good questions. You're like a child whose parents think it's clever, or the IRS. Well, this bank's got some safety deposit boxes, and in one of those safety deposit boxes are some bonds being hidden from the tax man that no one's gonna report missing. All starting to make sense. Security should be light, well, relatively light. Light if your daydreams are raids on the Union Depository. Quite heavy if your day job is... If your day job is turning over liquor stores and gas stations. And the bonds in the box will be worth more than a few rumpled notes from a till, so the minor escalation is worth it, if you can handle it. Plus, you know, the sea view, nothing like staring at the ocean while you contemplate money and power and incarceration and homicide, you know, all those weighty issues surrounding your first foray into serious armed robbery. I'm assuming you're kind of a cerebral crew, because otherwise this whole not-talking deal just kind of puts you on the spectrum, right? Okay, well... How about we just get there and see where we're at? So. Haben wir ja super zugehört hier. So, dann bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, oder? Ja. Ich hoffe, nur Gutes für uns. There it is. Ich verstehe, weil ich bin hier am Steuer. Drink it in. I've patched into their security feed on my cell. Take a look. What are we looking at? Small joint, not much security. Staff won't give a crap, especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking how to turn this into a screenplay. The boxes are in the back behind the safe door. We want box number 167. Yeah, it's right on the highway with good access. That works for you. You can get out quick, but it'll also work for the cops. Speed up their response time. Okay? Okay. We've seen what we're gonna see. Let's go to the garment factory. Okay, Moment. Now, when you hit the bank, you're gonna need to hack into its security system. I've written a neat little program that'll do most of the work for you, but it's probably a good idea for you to familiarize yourselves with it. You, in the passenger seat. I've sent it to your phone.
Now take it for a dry run, keep your hands steady, and maybe the wet run won't be a disaster. Okay, A-Signal zu starten, benutze die Fallrichtung. Boah, Alter, nee. Sei froh, dass du das nicht machen musst. Zack! Erstes Schloss. Wenn es genauso geklatscht ist wie das andere. Ah, das ist anders da. Da musst du so Art Snake spielen. Ah. Boah. Ich bin so lange mal hier im Bett drin. Aber was hoffen für dich? Ah! Shit. Okay, ah, du musst bremsen, ich nicht. I'm calling Paige. She's my assistant. First she's gonna get us what we need, then she's gonna saw me in half. Da lacht er. No? Didn't like that one? Ich find's halt lustig. Excuse me! Didn't like that one? Nichts passiert! You don't make it easy. Solange wir aber nicht in die Luft fliegen. Alter, was sind das für Rätsel? Paige, it's Lester. The place looked good. Nothing we weren't expecting. Can you get the intel together? Hard copies to on a notice board. Yeah, yeah, plus all the equipment we spoke about. I'll be over to collect it with those people. Yeah. Oh. Charming as ever. Okay, yeah. See you soon. She's loading the hardware into the back of a truck. Tools for the job, things for you to wear. On a job, your attire will depend on the role you're performing. Ich bin Schlafanzug. As the job gets more complicated, so will the uniforms. If you're likely to be seen by civilians, you'll be provided with a couple of masks. Then, when you go into the bank, you can choose one that goes with your eyes. And hey, there's the added bonus of none of your favorite comic convention outfits being linked to a major crime. Whoop-de-doo. Where were we? Masks. Paige, oh yeah, we'll go over there, pick her up, and go back to your place to plan this thing. I can talk you through the planning board later, that might be helped by a visual aid. The rest is pretty self-explanatory. Listen to me, do what I say. Bullets go in here, come out there. And if you're ever caught, you keep your mouth shut. I couldn't resist. Hey, passenger seat, did you get into their network? Good work. Ja, hallo. Muss, oder? Ja. So, gleich sind wir da. Hilfe! Eine steile Links. There she is. We leave my car here, take the truck. Man sieht's. Ja, wo ist das bayerische Navi? Oh, noch schön einpacken. I should be using my cane. Nice to meet you. So, wen haben wir denn da? Ja. Ich meine, mit der Steuer, ne? Now it's back to the apartment. An Bord? Ja. Bitte da einmal anschnallen. Hinten ist übrigens voll viel TNT. Willkommen. Is it all there? Ah, nice. I think so. You want to get out and check, go down the inventory, or are you happy sitting there making a perfect butt imprint in your easy wipe seat? I'll take your word for it. Thank you. It should all be there. The clothes, guns, headsets, holdalls, masks, the drill, the files with all the photos and surveillance work. Hey, there's enough here to make us all look real suspicious. Nice little conspiracy to commit robbery charge waiting to happen. What, they're gonna charge us with thought crime? Not so much thought as everything but the deed crime. We'd be caught with our pants down and a hard-on out to here. Well, we're not getting caught. These are professionals. So I hear. The cheapest professionals money can buy. I like to think of it as investing in new talent. And until you and me start playing low-rent Bonnie and Clyde, that's the way it's gotta be. She didn't mean anything by that, by the way. She's just a little brusque. If they were offended, they would have said something. Ja, das sowieso. So steht dabei. Hilfe!
Hier ist mein Apartment. Hier sind meine Autos. So, wir packen das mal bei dir in die Garage. Okay, Mann. Was? Ich sitze gar nicht mal im Auto drin. Du auch? Ja, ich sitze im Auto drin, aber mir bewegt sich nichts mehr. Bestanden! Irgendwie falle ich gerade durchs Level. Ich glaube, es hat Habt ihr das gesehen? Ich falle durchs Level. Hallo? Ich bin eingefroren. Alter, was war das gerade eben? Passiert bei dir noch was? Nö, alles stehen geblieben. Ich höre zwar noch Hintergrundgeräusche, aber ich kann mich nicht bewegen, ich kann gar nichts mehr. Ich muss das Spiel jetzt beenden, tut mir leid. Hallo? Bei mir passiert nichts, bei mir ist alles weiß. Ja, super, nein, Schnärmer. Funktioniert ja alles super hier, die Heist-Mission hier. Aber die Errungenschaft hast du noch bekommen. Nö, gar nichts. Alter, was ist das für ein Scheiß? Ich habe mich angeblich woanders angemeldet. Was steht denn da? Also bei mir? Ah, abgestürzt. Hä? Toll. Ja, jedenfalls, dann beenden wir hier erstmal den Livestream, oder? Das bringt sonst nichts, du. Ja, vor allem, Verbindung wurde auch getrennt. Ich muss mich wieder neu anmelden. Ja, bei mir hat das so gestanden. Ich habe mich eigentlich woanders angemeldet, deswegen kann ich jetzt nicht mal angemeldet. Aha. Ich probier's nochmal kurz. Okay. Kannst du ruhig sein, dass du noch einen zweiten Account hast? Meine Herrschützen. Ich bin der Obercrack. Gib's doch zu. Wo hab ich denn jemanden? Ja, ich hätte auch Red Hammer, ne? Red Hammer ist. Pass auf nicht, dass du gleich Bumsbiene hältst. Ah, ich bin wieder hingekommen. Muss da was aus? Die heißt Mission, die laufen wunderbar, ne? Hab mich angenockt. Hast du was dich ausgenockt? Ich hab mich angemeldet. Muss mal das Mikrofon ein bisschen höher stellen hier. Ah, das muss ich mal morgen einstellen hier. Erst dauert es ewig, bis man bei GTA auch online hinkommt, ne? Dann stürzt es mitten in der Heist-Mission ab. Und dann? Und dann hast du noch einen zweiten Account, also, ne? Langsam, langsam. So, jetzt nehmen wir schon eine Stunde und 17 Minuten auf. Wir streamen. Und da. Was? Das heißt, guten Abend. Wie spät haben wir es überhaupt? Arigato! 21.20 Uhr. Ah, dann machen wir jetzt noch kurz, bevor wir gucken wir erstmal, ob das überhaupt jetzt abgespeichert hat. Vielleicht müssen wir es eh nochmal neu spielen.
Ist dir eben nicht? Ich habe eh nichts bekommen, weißt du? Ich fahre hier durch die Gegend und krieg direkt mal einen Cent. Du bist schon drin im Spiel. Ich hab doch online geklickt. Rügen. Weiter. Ah, ich glaube, wir müssen nochmal alles neu machen. Ja. Boah, was ein Kack. Wollen wir es nochmal spielen oder müssen wir hier? Ja. Ich lade dich mal ein. Ah, du bist ein Singleplayer, gell? Ja, es hat irgendwie die. Irgendwas geladen, aber das passiert aber bei mir auch immer, manchmal. Du bist ein sauberer Spieler, ein Hustler. Also. Was steht in deiner Statistik? Ich kann halt nur mal nicht dreckig spielen. Vielleicht erst ab Level 20. Du. Wieso steht eigentlich bei mir ein Red Hammer minus 1 und bei dir steht Level 11? Was ist das für ein komischer Bug? Hallo? Rockstar? Muss man machen bei Profilvergleichen. Hätte immer so ein schlimmer. Da steht bei mir minus 1 und dann stehen da gar keine Statuswerte irgendwie. Das Spiel ist voll übelst ausgereift. So. Jetzt mal deine Anleitung ausnahmsweise mal. Ich werde mich natürlich wieder als Fahrer weiterklären. Schön klar. Musst aber gerade mal bei mir klingeln. Schon. Los. Ich muss erstmal reinkommen. Schöne Bilder, alles Öl. Das ist nicht gerade voll hochauflösend. Ja, ja. Ich habe gar nicht mal die Küche gesehen. Ist ja mal übelst riesig bei mir. Lalala. Sagst du nichts, dass die so cool ist? Ich bin auch aus wollte ja eigentlich aus Anklass mich nicht. Kriegt man Saft. Wo ich erstmal eh zu dick gefahren komme. Nee, ich kann nicht, glaube ich, halt direkt einladen. Ich probier's mal. Bist du schon drin? Ja. Okay. So, drücken Sie anzuzeigen. So ein Riesenzimmer. Boah, jetzt müssen wir wahrscheinlich alles nochmal von vorne spielen. So, hast du eine Einladung bekommen? Nö. Ah, wat? So, zack. Was? Ich bin Sofasportler? Aha. Ja. Was sonst noch so? Bruchpilot. Oh. Bin ich ja, was bin ich? Sonntagsfahrer.
Stammi. Müssen wir an die Muckibude. Oh, ich bin da. Ja. Hat aber lang gedauert jetzt. Ja, wenn das alles so lange lädt. Boah, jetzt müssen wir das bitte alles spielen, oder was? Du willst doch was. Ja, natürlich. Ding dong. Kann das auch mal springen? Jo, was geht ab? Ah, okay. Sag mal deine Kuni. Wir haben's doch gepackt. Now, Paige, we'll set up a board for you, won't you, Paige? I'd let you do it if you could reach. I mean, I didn't see any milk crates for you to stand on. Mm-hmm. The most important thing to look for in an employee is respect. You can't get anything done without respect. Where was I? Oh, yes, the room. Now, Paige is setting up this board on which you will plan your scores. You'll use it to set out all the prep work you need to do, select your crew, figure out how the take from a score should be split up. Akkurat geschrieben. You need a crew to take a score. But only one person can be in charge. Respect. Hm? Isn't that right, Paige? Blow me. Was? All right. You're only going to need one thing for this job. It's a high-speed armored car. Now, instead of getting one legitimately and leaving a nice long paper trail to your front door, you're going to be jacking one from a nasty Korean crew and leaving a nice long paper trail to their door instead. This is good to go. Hey, here's your board. Good, good, good. And when you're ready to move on the car, go over it. Study the plan. Tick it off the list. You must be methodical. This isn't just a dumb crime. Well, there is an element of that, huh? Oh. And when you've got the car, we'll come back here and talk bank jobs. Bank jobs, bank jobs. Was, wenn du einen Banküberfall gibst, ist zunächst kostendeckend den Einsatz. Mit diesem Geld werden die nötigen Ausrüstung für den Raubüberfall besorgt und andere Spieler entlohnt, die bei den... Ja toll, das geht ja so schnell. Okay. Können wir jetzt weiterspielen? Ah, hier können wir Ausrüstungsgegenstände. Bist du denn noch da? Ja, ich bin noch da. Ich habe gerade nur die zweite Mission durchgelesen. Also heißt Fluchtwagen klauen. Yes. Mhm. Und stimmt. So. Jetzt müssen wir den Überfall machen, ne? Bin ich mal gespannt hier. Schwierigkeit normal. Das lassen wir mal so. Überfallkleidung. Ja, kannst du ja selber aussuchen. So, was willst du da machen? Erstmal dein Auto auswählen. Ich habe eh nur ein Auto, das wir da haben. Ja, ich auch. Ich hätte nur das Fahrrad nehmen können. Vielleicht mit der Gangster gewesen. Man sieht's. Jetzt alle runtergehen. Haben wir denn jetzt schon die Kleidung, oder? Voll abgehauen. Inventar. Oh, can you hear me? I'll be here to talk you through all these jobs. What do we got here? The car. Okay. You're on the way to Del Perro. A Korean town stick-up crew has been using a parking lot as a base for scores. They're into extortion, credit fraud, stolen cars, and some many major robberies. I'd expect them to be packing, and I'd expect them to be paranoid. Come to think of it, you won't find a bulletproof car in the hands of anyone who doesn't have a healthy dose of paranoia. So be careful. Aha.
Du musst ja im Inventar gucken. Kannst du dir so eine Maske aufziehen? Boah! Ah, was geht mit denen ab? Oh, let's go! Ja, gucke! Mein Band! Jetzt verfolge ich dich. Es geht bei dir schon mal. If you're not careful, they'll clock you, and then you won't get any choice how this is going down. They're meant to be on the top level of this garage on the north side. So, I see two ways of doing it. You go up the north ramps and hit them hard and quick, or you go up the south ramps, get in position, and try to get the drop on them from cover. Then you can do it however you like, as long as you get it done. And oh yeah, we don't want anyone looking for you, so put on masks before saying hi. Jetzt los. Ich kann das nicht aufmachen. Ich guck dich übrigens schon die ganze Zeit an, jo. Müssen wir da, wo muss man jetzt hin? Müssen wir da hochlaufen oder Fahrstuhl oder. Ich denke mal, hier hoch. Ich werde auf jeden Fall mal die Waffe rausholen. Hab ich schon. Der muss so machen. Das wird nicht gemütlich. Ah, ich denke mal, dass die erst oben kommen, oder? Hallo? War so aus. Deck Nummer 3. Aber das ist immer noch gut. Das ist viel zu gut. Deck Nummer. Ist das nicht das Parkhaus, wo wir uns letztens gerammelt haben? Yes. Psch, jetzt kommt's. Oha, sind da Arschwiegen. Ich möchte eine Granate. Hast du sowas? Ah, darfst du ja nicht, das ist ja ein Fahrzeug. Ah, stimmt ja. Okay, auf geht's. Motherfucker! Ja, da sind da so weiß. Ah, da. Hab ich. Guck mal, du siehst doch das blaue Auto hier auf der linken Seite. Mit dem komischen Chef. Ja. Renn da hin und geh in Deckung. Da kannst du die nicht von der anderen Seite beschießen. Ich geb dir nichts vor. Ich geh deinen Arm auf. Das ist der Japaner. War das ein Koreaner? Aber hinter dem weißen Auto bin. So, jetzt nein, hopp. Ich fahr, du schießt. Zeig, was du bei dir was wir gelernt haben. And try not to damage the car too much. You can't rob a bank in a wrecked car. Aber du willst so ein Fahrzeug kaputt machen, wenn es was gepanzert ist. Kann man überhaupt hier rausschießen? Ja.
Durch das ist ja gepaddelt. Let's party, motherfuckers! Anna, wo lang? Bitte. Festhalten! Oh mein Gott! Ihr Schweine! Hoffe, ich hatte jetzt keiner hingeguckt. Oh, ich war jetzt zu viel zu. So, bitteschön, das Auto ist verschrott. Ja, ist okay, I'll look after this. Les will come by your place when you're ready to go. Das schauen wir uns später an. Jetzt bleibt es wieder hängen und ich fahre durchs Level und. Hier, Level 13! Ich friere ein. Ja, warte, die Mission Level geht ja 12. Nicht. So, haben wir das auch schon mal wieder rum. Lalala, Livestream. Uja, Schakalaka, Uja. Mal kotzen hier. So, ich rauch zwar nicht, aber hier. Anscheinend doch. Ist das eigentlich? Ist, ich hab dich auch. Doch, wir haben es alle gesehen. Da, 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 da. Oh, neue Waffen, Trinkgas. Mein Auto! Was? MP, taktisches Licht. Was spielst du? Neue Fahrzeugteile. So, dann würde ich mal sagen, wir verabschieden uns hier, oder? Vom Livestream. Ja. Wir wollen mal sagen, dass wir auf jeden Fall am Wochenende mal noch einen machen werden, oder? Hat Spaß gemacht. Ich muss auf die andere Seite. Genau richtig. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht ja, rufe ich die ganze Zeit immer so Dominik an. Du willst noch irgendwas sagen? Und nächstes Mal zeige ich noch mehr Skills hier, die ich drauf habe. Mhm. Und die mehr Geschichten von mir und meinem Auto. Na, würde ich sagen. Ich übrigens die Scheibe hier nicht. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge oder beim nächsten Stream. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und ja. Ich würde mir meine andere Scheibe einbauen, du. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.